Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space. In der letzten Folge haben wir die letzte Navigationskarte gefunden. Und wie man hier schön sieht, steckt da den sein Alien fest. Es sollte auch schön stecken bleiben. Dann komme ich hier nämlich raus ohne Probleme. Und so soll das aussehen. C. Simon hat gerade das Türschloss überbrückt. Ich versuche das mit. Toll. Aber wie mir gerade aufgefallen ist, das war gar nicht seins. Das, wo da stecken geblieben ist, das war ja ein anderes. Das, was da gerade gekommen ist, war seins. Schack. Das müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Nicht, dass das nochmal nachkommt. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Ich bleib einfach mal hier stehen. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Mal kurz gucken, wo müssen wir denn hindern? Wir müssen... Da draußen? Ach nee, wir müssen die Dinger ja schieben, da ist ja auch egal. Und da müssen wir einfach mitten durch... Genau, okay. Lass mir mal hoch. So. So, zugemacht. Auch. Das war der falsche. Ich will da eigentlich nicht durch, wenn ich ehrlich bin. Kann ich da nicht geradeaus auch? Anscheinend nicht. Lass mich. Ey, wieso ist das so langsam? Ich geh da rein, ich geh ins Klo. Oh nein, geh weg von mir. Oh Gott, ich komm nicht vorbei. Stirb! Los, beide langsam. Panik! Ich hab Panik! Und ich hab keine Muni mehr. Was kommt hinter mir? Lass mich in Ruhe. Okay, ich hab das Schloss überbrückt. Danke. Hat ja auch lang genug gedauert. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher rausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Weg. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Panik! Boah, leck mich fett. Gerade ein Herz-Kasper kriegt. Boah, jetzt müssen wir uns auch noch durch die Dinger durchkämpfen. Och nö. Simon,
Da ich ja weiß, was kommt, kann ich sie auch gleich sagen. Das ist wieder so ein Vieh, das die Leichen wieder belebt. Das da. Lass mir Energie raus und los geht's. Gut. Gut. Lief ja gut. Jetzt kann man sich auch mal wieder ein bisschen eindecken. Haben wir noch ein mittleres Medipack? Nein, haben wir nicht. Okay. Was können wir denn Gutes verkaufen? Anzug Level 5 haben wir mitgenommen. Was kostet der denn? 50.000 wahrscheinlich. Ne, 60 sogar. Oh. Halbleiter Rubin, weg damit. Brennstoff, Flammenwerfer. Dann machen wir mal das große weg. Brauchen wir auch nicht. Hm, hätten wir schon 20.000. Wir brauchen auf jeden Fall ein mittleres Medipack. Zwei Stück. Oh Gott, das ist schon wieder alles weg. Dann ein bisschen Plasma-Energie und dann Impulsprojektile. Oh Mann! Einmal. So, nachladen. Nein, nachladen. Achso, wir können ja währenddessen schon mal hochfahren. Wir haben nur einen Energieknoten, oder? Nee, gar keinen mehr. Ach Mann. So eine Scheiße, alles weg. Und jetzt geht's zu dem komischen Kauz hier. Reparieren und von ihr weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Habe versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber nun wird alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber Sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Okay. Darf ich damit rein? Wieso kann ich mich nicht eigentlich irgendwo einfach mal verschanzen und da bleiben? Warum muss ich immer in dem blöden Schiff rumlaufen? Mann, wo geht's denn jetzt hin? Ich will da nicht raus, ich will da nicht raus. Nein, 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 ich will da nicht raus.
Das sind wohl die ganzen Captains, die hier mal waren. Hehe. kommen die hier rein? Ich hoffe nicht. Aha. Immer schön im Türrahmen stehen bleiben. Sterb! Das war ein bisschen daneben geschossen. Das war voll in den Bauch anstatt auf die Beine. Sind's ja nur noch zwei. Auch leer. Okay. Da ist noch jemand. Der lebt ja noch. Wie will der noch? Mann, alles liegt vor der Tür. Komm her. Bist du tot? Was das? Anscheinend. Stasse-Pack, Plasma-Energie, Impulsprojektile. Und hat der auch noch was? Impulsprojektile. Das ist also ein VIP-Zimmer. Gehen wir mal rein. Kaffeemaschine, Bücher, Alkohol. Oh, ein Bild. Ja. Von einer hübschen Lady, das sich bewegt. Nee, das waren wir, das bewegt haben. Bam. Credits, Credits, Credits. 2000 Credits. Schönes Ding. Was haben denn die da rein? Ist das leuchtender Stein? Oh, was ist das denn? Ein Audiolog. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kine, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Ortman sei gepriesen. Also so ein Schwein. Hoffentlich ist er nicht mehr am Leben. Der verdient es nicht anders. Sag alle in den Tod reisen, bloß wegen diesem Scheißglauben. Meine Güte.
Na ja, gut, wenn es sein Glauben ist, schön und gut, aber dass er dann andere ins Verderben zieht, ah, sowas macht man nicht. Aber naja, okay, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ich hoffe, du bist auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir den Textlog vorlesen werden. Bis dahin, tschüss!